feeling okay? Und damit herzlich willkommen zu Divide and Break, dem neuen Update für Blade & Soul. Das kostenlose Kostümset Schattenkrieger noch bis zum 22. müsst ihr euch angemeldet haben. Dann könnt ihr am 24. dies euch holen. Drinnen halt natürlich das Kostüm, die Kapuze und eine Maske. Zusätzlich noch 10 Regenbogenfäden. Falls ihr dann dieses Outfit auch direkt umfärben wollen, bin ich mal gespannt, wie es gefärbt werden kann. So schaut es noch relativ langlos aus. Aber ich habe schon das ein oder andere Ideechen so im Hinterkopf, wie die Klamotte schön aussehen kann. Natürlich auch wieder 2 mystische Hongmun Erfahrungsteile. Es war eine schöne 2 Millionen XP auch nochmal geschenkt. Denkt dran, bis zum 22. müsst ihr angemeldet sein. Link zum Artikel und zur Anmeldung packe ich euch natürlich wie gewohnt unten in die Videobeschreibung. Dann weitet sich das Chaos weiter aus. In Akt 11, Mushin hat im himmlischen Reich für viel Chaos gesorgt. Jetzt müssen wir mal schauen, dem alle sein Ende zu bereiten. 2 neue Kostüme scheint es auch zu geben. Ob es auch Ingame-Kostüme sind, bleibt abzuwarten. Das linke Arias-Kostüm, richtig nice. Würde ich mir wünschen, würde ich mir auch direkt kaufen. Im Trove scheint es nicht drin zu sein. Diesbezüglich kommt dann die Tage natürlich noch ein weiteres Video. Dann erhalten die FMs unter uns den Weg des Himmelszorns. Der dritte Spec, wie dieser Spec aussehen wird, natürlich wie zu jedem neuen dritten Spec, gibt es hier auch wieder eine Unterstützungstour. Also bekommt ihr die neuen Seelenabzeichen auch da hinaus. Nicht unbedingt die besten, aber damit die Klasse schon ein wenig viable ist. Dann bekommen wir natürlich auch noch die friedlichen Hügeln, wo die Wukong-Bande sich mit Physikchen beschäftigt. Das nur wohl zwei Bosse, die wir sehen werden. Ich kenne den Dungeon jetzt absolut noch nicht. Es soll wohl ein angepasstes najoranisches Heiligtum sein. Wie es im Endeffekt aussehen wird, das sehen wir am 24. Juni, also in wenigen Tagen. Denkt auf jeden Fall noch dran, euch vor dem 22. Juni das kostenlose Kostümset Schattenkrieger zu sichern. Das war's mit diesem Video. Bei Fragen, Wünschen und auch Anregungen schaut sie noch gerne einmal unten in die Kommentare.